So, meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen JFD Live Trading TV am Vormittag des 15. April. Hier wieder Christian Kämmerer und wir wollen gleich mal auf den Markt schauen und hier insbesondere den DAX, der sich ja in einer sehr interessanten Ausgangslage befindet und das vor dem Hintergrund, dass eben hier in Kürze die EZB oder der EZB-Event vielmehr stattfindet. Und wir hatten gestern hier gesehen, dass der DAX im Bereich des Widerstands, des frisch etablierten Widerstandslevels jetzt hier bei 12.335 Punkten scheiterte. Dies Level ist für heute hier definitiv die Gretchenmarke. Da ist es wie folgt: Wenn der DAX hier wahrscheinlich im Zuge des EZB-Events, vorher ist es nicht anzunehmen, darüber hinaus ansteigen sollte, wäre technisch gesehen weiteres Potenzial in Richtung neuer Allzeithochs gegeben. Andernfalls, wir sehen das aktuell, scheitern wir nicht nur unterhalb dieses Widerstandslevels, sondern, deswegen werden wir das mal als präferiertes Szenario darstellen, sondern auch an dieser Abwärtstrendlinie, die wir hier seit den unlängsten Hochs hier vom 13. April haben ableiten können. Wohlbemerkt anhand der JFD 24-Stunden-Indikation und dennoch sehr, sehr interessant, dass wir exakt diese Linie heute touchiert haben und von dieser gegenwärtig abprallen. Das Risiko eines erneuten Abwärtsimpulses ist jetzt nicht von ungefähr, denn wir haben einen sehr schönen Auftakt gesehen, aber es ging nicht darüber hinaus und wir sind unterhalb des Widerstands letztlich gescheitert. Kurz zum gestrigen Tag: Wir haben hier den Wochenpivotpunkt temporär unterschritten, hier während der Abendsession. Das war eine heiße Situation im Zuge dessen, dass wir hier, Sie sehen es mit der 16-Uhr-Kerze, unter das Level von 12.221 Punkten gelaufen sind, letztlich aber drüber schließen konnten, beziehungsweise wieder nach oben geschossen sind und das Ganze hier nicht als nachhaltigen Durchbruch etabliert haben. Interessant auch hierbei, dass wir heute Morgen eben genau dieses Level erneut bestätigt haben. Deswegen wird hier dieses Level auf der Südseite interessant sein, interessant bleiben für den Fall, dass der DAX hier nach unten durchrauscht. Wir haben hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend seit Anfang April. Knapp drunter liegen hier diese grüne Linie, die ich jetzt mal ein Stück weit hervorhebe mit dem Draufsetzen meines Fingers. Da sehen wir, wenn wir hier dieses Level unterschreiten sollten, speziell 12.221 per 15-Stunden-Schlusskurs, dann ist auch der Ausbruch unter diese Trendlinie zu erwarten und dann sehen Sie hier im Sinne dieses grauen Pfeils die mögliche Tendenz. Wer heute im JFD-Stream schon gespickt hat, wird auch gesehen haben, dass die heutige Fuzzy-Vektorlogik, wir sehen hier gerade, wie der Preis noch tickt, hier genau diesen Impuls nach einem freundlichen Auftakt jetzt leichte Schwäche, die bislang aber nicht Einzug hält. Wir sehen zwar jetzt hier das aktuelle Scheitern, aber letztlich der Preis hier noch relativ stabil. Aber schauen Sie sich an, der weitere Tagesverlauf über den EZB-Event hinaus bis zum Nachmittag prognostiziert hier anhand der Kristallkugel wohlbemerkt Preise in der Region bis zur Region von 12.100 Punkten. Das ist hier definitiv das mögliche Szenario, was sich heute darstellen könnte im Sinne der Vorausschau der saisonalen und statistischen Tendenzen. Es muss nicht so kommen, insbesondere nicht, wenn wir hier ein neues Tageshoch oberhalb von 12.335 machen. Dann wäre hier ganz klar der Anstieg auf viel mehr neue Höchstpreise zu präferieren. Das wäre definitiv das Alternativszenario für den Fall, dass wir hier nicht nach unten weg brechen. Aber die saisonale Tendenz weist ein Stück weit nach unten und wir schauen Intraday, wo bemerkt, der April ja generell ein sehr, sehr starker Tag. Auch das wissen Sie natürlich als regelmäßiger Zuschauer. Wir haben ja immer wieder den Seasonal Chart als solchen da. Aber für den heutigen Mittwoch muss man mal Obacht geben. Die Wochentagstendenz selber, jetzt habe ich sie gerade auf dem Schirm, hat hier eine positive Tendenz mit 54% positiver Schlusspreise. Ob sich das heute ergibt, wird der weitere Tag zeigen. Rein nach der Fuzzy-Vektorlogik sieht es nicht gut aus und rein von der Charttechnik müssen wir sagen, wir sehen hier gerade eine schwache Kerze an dieser Abwärtstrendlinie unterhalb des Widerstandlevels 12.335 und das sind genau die Marken, auf die es heute zu achten gilt. Darüber wird es bullisch, unterhalb von 12.021 wird es bärisch und dann können wir hier Richtung 12.100 gemäß der Fuzzy-Logik durchaus zurückfallen, gegebenenfalls dann auch sogar hier die tiefer liegenden Support-Levels antesten. Wird spannend, bleibt spannend. Schauen wir jetzt kurz auf den Euro gegenüber dem US-Dollar, denn dieser, und da sehen wir hier nochmal in der Korrelationsmatrix anhand der Entwicklung der letzten 2 Jahre. Wir sehen hier eine klar negative Korrelation, sprich eine gegenläufige Entwicklung, fällt DAX, steigt US-Dollar und jetzt vielmehr aktuell seit längerer Zeit steigt der DAX, fällt der Euro-US-Dollar und wir sehen hier genau diese Schere, die sich bildet und möglicherweise könnte es hier zu einer Wiederannäherung kommen, beider. Also sprich Erholungsimpuls Euro-US-Dollar und Korrektur DAX. Das will man nicht abstreiten. Noch sind hier keine klaren Umkehrtendenzen zu erkennen, gerade beim DAX, wenn wir hier eben neue Hochs machen.
über 12.335 wäre das vom Tisch, aber neue Tiefs unterhalb von eben hier 12.221 wären dann doch wieder das konträre Bild. Schauen wir uns kurz den Euro-US-Dollar im Stundenchart an. Hier einer der großen Big Picture Charts im Sinne dessen, dass wir hier oberhalb von 1,050 durchaus mittelfristige Erholungstendenzen aufweisen können. Dazu gab es ja auch gestern eine Big Picture Analyse. Kurz zum Intraday Chart sehen wir hier im Moment, da ziehen wir uns mal kurz den MetaTrader Chart, den wir auch heute zum Event Trading sozusagen, zum Live-Event, wenn wir dann hier die EZB live, wie wir JFD live, Trading TV kommentieren, auch aufrufen werden. Das heißt, da schauen wir uns genau den DAX links und den Euro-US-Dollar rechts in dieser Beschau an. Und da sehen wir heute, dass wir so mehr oder weniger anhand des Stundenchart-Intervalls inmitten der Range sind. Wir sind bislang 94 Pips gelaufen. Die ADR hier bezogen auf die Average True Range während der vergangenen 14 Tage erlaubt hier noch ein Stück weit Spielraum, aber es ist davon auszugehen, dass Euro-US-Dollar heute zum einen die prognostizierte ADR, zum anderen das gestrige Tageshoch, Schrägstrich das gestrige Tagestief, hier wird wohl unterschreiten, Schrägstrich überschreiten. Also ein Verlassen dieser Range ist hier zu präferieren und dann könnte sich hier Nachfolgemomentum ergeben. Aktuell hier nach gegenwärtiger Einschätzung Euro-US-Dollar erstmal beobachten, gerade vor dem Hintergrund, dass eben gerade bei News hier erratische Bewegungen erfolgen können, würde ich mich jetzt hier nicht zwangshaft vorher positionieren. Was man aber sehr schön sehen kann, auch an diesem Chart, wir gehen mal in den H4, ist hier dieses Widerstandslevel im Bereich des gestrigen Tageshochs. Da ziehen wir jetzt mal eine Horizontallinie rein. Dieser Bereich hier um 1,071, da mal drauf aufpassen, 1,070, 1,071, das läuft hier mit den Tiefs vom Ende März zusammen. Hier eine kleine Markt-Action-Zone vom 10. März. Also das ist ein Bereich, wo man sagen kann, okay, hier mal aufpassen, wenn wir über das gestrige Tageshoch rausziehen, wird es interessant. Auf der Unterseite braucht nicht viel gesagt werden. Ein Rückgang unter das gestrige Tief dürfte dann mit Sicherheit auch hier weitere Korrekturen nach sich ziehen und dann könnten wir auch das Mehrjahrestief hier vom 12. März eventuell aus dem Markt nehmen und dann wäre natürlich auch gerade vor dem Hintergrund der großen Tendenz des Charts, also hier in der Big Picture Analyse, die Gefahr gegeben, dass wir diese untere Trendkanallinie dieses Abwärtstrendkanals unterschreiten. Also alles unterhalb von 1,046 speziell, 1,04 wäre dann gerade per Wochen-Schrägstrich-Monatsschlusspreis eher bärisch zu sehen. Wir werden es beobachten, was heute noch passiert. Euro-US-Dollar, Sie sehen hier die aktuelle Wochenkerze. Hoppala, wir machen das mal weg. Durchaus unentschlossen. Ja, also hier dürfte heute sicherlich ein Impuls kommen. Wir werden es beobachten. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich sage jetzt erstmal bis später. Beste Grüße und viel Erfolg bei allem, was Sie tun. Ihr Christian Kämmerer.